Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Anno 2070. Und es geht weiter. Und zwar, wie ihr hier schön sehen könnt, sind wir hier nochmal an unserer Algenfarm. Und ich sehe gerade, wir brauchen mehr Strom. Wo bekomme ich denn Strom für die Farm her? Die Farm ist ein Eco-Ding, oder? Offshore-Windrad. Oder war die Farm ein Eco-Gebäude? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, war es nicht. Das war ein Tech-Gebäude, ne? Ja. Da ist auch mein Gezeitenkraftwerk. Ich brauche Bauzellen. So, das heißt, ich brauche irgendein leeres Schiff. Ja, komm mal ran. U-Boot Harpoon, komm ran. Jetzt mal schneller, komm ran jetzt. Scheiß Boot. Meine Güte, so schwer kann das noch nicht sein. So, jetzt mal ein paar Bauzellen. Ja, komm, und ein paar Bohrmaschinen. Und dann fährst du mal. Wo waren das jetzt? Hier. Go, go. Warnung. Produktion gestoppt. So. Okay, ich bin nur noch bei Minus. Also mein Geld kriegt sich langsam wieder ein. Das finde ich prinzipiell nicht schlecht. Das hier ist meine Obstinsel. Das ist halt schon geil irgendwie. Okay. Oh shit. 200, genau, das ist Omikron, ne? Omikron Persei 8. Nee, das war was anderes. Okay, Stadtzentrum. Voll unnötig. Gehört das Professor Devi oder mir? Das gehört dem ollen Professor. Dann passt das, weil ich habe keinen Bock für so einen Quatsch, so viel Kohle aus dem Fenster zu schmeißen. Okay, hier muss ich einen anderen Weg finden, Energie zu erzeugen. Und zwar so ein schönes Windrad. Kannst du knicken? Da sind die Offshore-Windräder. Ja. Ich sag mal so, ich glaube, ich müsste irgendwo eine Hafenbehörde bauen. Beispielsweise hier wäre die super. Dann könnte ich hier nämlich noch Offshore-Windräder bauen. Aber wieso kann ich das nicht bauen? Ah lol, weil ich das normale bauen will. Das ist ja auch schlau, Alter. Erforderliches Energieniveau erreicht. Herstellung des Moduls jetzt möglich. Oh, nee, nee, nee. Ich will ja keine teure Straße bauen. Ich will ja eine ganz normale Straße. Hier runter. Darüber. Und von mir aus auch noch darüber. Das ist mir relativ wumpe. Aber ja. Gut, ich habe das Energieniveau erreicht. Elektrokondensator. Ich brauche ein Forschungslabor. Fischlager voll. Ja, dann hol's doch mal ab, oder ist das. Keine Ahnung. Okay. Ich brauche also auf der Insel hier ein Forschungslabor oder was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Warte mal. Wo ist denn das Forschungslabor? Kostet 10 Carbon.
Wo bekomme ich nochmal Carbon her? Habe ich irgendwo schon Carbon? Nee, ne? Okay, da muss ich gucken, wie ich Carbon bekomme. Brauche ich Öl und Kohle. Das heißt, ich kann definitiv Carbon hier auf dieser Insel herstellen eigentlich. Dafür fehlen mir nur Werkzeuge. Okay. Baue ich hier oben auf der Insel, die nichts bringt, Carbon. Weil hier wird momentan, glaube ich, eh Öl produziert. Wo ist mein... Oder? Nee. Ach lol, hier wird Plastik produziert, dafür Öl. Okay, das heißt, ich baue hier unten eine Carbonproduktion noch hin auf die Insel. Vorausgesetzt, es gibt hier Öl. Das ist so ein bisschen die Überlegung. Sand? Nö. Okay, es gibt hier kein Öl. Haben wir hier Öl? Ja, haben wir. Das heißt, ich muss hier auch noch eine Carbonproduktion irgendwo hinkriegen. Gott, oh Gott. Naja, viel brauche ich ja nicht. Aber es ist halt überhaupt kein Platz mehr. Auf keiner der Scheißinseln. Da muss ich hier wirklich die Carbonproduktion machen. Das ist okay. Das heißt, ich muss noch Rohstoffe ranbringen eben. Gucken wir mal eben. Wo haben wir denn ein freies Schiff von mir? Okay, du bist Transportschiff. Interessant. Ah, richtig. Ich weiß ja nicht über... Gut. Ja, zack, zack. So. Du musst mal... Auf jeden Fall... Bohrmaschinen und Bauzellen ranbringen. Und zwar auf die Insel hier oben. Dann ist hier, glaube ich, das Plateau gewesen. Genau. Dann kann ich hier einmal Land Down Under machen. Und hier zumindest ein Gezeitenkraftwerk irgendwo hinballern. Für Strom. Nämlich, dann habt ihr richtig genug Strom, oder? Hä? Ja. 76% wegen zu wenig Energie. Ach so, okay. Jetzt ist okay. Das heißt, ich müsste hier langsam Algen ranbringen, oder? Hä? Wo sind denn die Algen alle? Guten Tag. Die werden hier nicht angezeigt? Ach, hier. Okay. Algen. So. Und das heißt, was ich jetzt einmal machen muss, ist irgendein Boot noch einen bauen. Ja, ich weiß, Boote, ein Frachtschiff. Das halt meinen ganzen Kram transportieren kann. Also ich denke mal, ich werde versuchen, den ganzen Kram halt von zu importieren. Ich habe momentan echt krass minus. Ja, Mitbestimmung wollen die. Oh, Jesus Maria. Okay. Mitbestimmung lässt sich prinzipiell einrichten. Wenn ich irgendwo hier ein Kongressgebäude hinbauen könnte. Ein theoretisch, dann mache ich das mal hier, glaube ich. Wie konnte ich das nochmal drehen? So, ne? Das ist einfach riesig, Mann. Okay. Führt momentan aber keinen Weg drumherum. Das kackt halt zu bauen. Dementsprechend sage ich mal. Hallo? Wow. Ohne Witz ist das riesig. Ich baue gleich die Straße da oben anders. Ist okay, aber. Energieversorgung mangelhaft. Fahrzeug fertiggestellt. Okay. Wir müssen weiter daran glauben, dass wir hier das Richtige tun. Ja, Kongresszentrum kostet ja nicht so viel. Ich hoffe, das bringt einen enormen Boost.
Weil hier so ein paar Leute unbedingt Mitbestimmung haben wollen. 3600. Ja, okay. Ein bisschen Kohle bringt das, aber. Warnung. Produktion gestoppt. Das heißt, ich baue hier auf jeden Fall noch irgendwo einen. Zack. So. Du wirst jetzt eine Handelsroute. Und zwar Dorado. Ich glaube, du bist. Oder Zoren. Genau, nicht. Sondern Zoren. Und die Insel hier unten, Omikron. Du wirst einladen in Zoren. Das da. Wirst ausladen in Omikron, Algen. Und Schiffe hinzufügen. Wie hieß du? Orca 2, glaube ich, oder? Ich glaube schon. Ja, sehr gut. Handelsroute 8 heißt einfach nur Weed. Nein. Nein, ich sag einfach Algen. So. Ich weiß aber, wie ich die Folge nenne. Hihi. Nein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird hier jetzt erstmal ein bisschen was in Richtung Algen gemacht. Da ist ein Tiefseekontor. Wieso ist hier ein U-Warendepot? Hä? Sorry, aber das ergibt gerade keinen Sinn. Tags, genau, ich muss bei euch halt, wie gesagt. Warum auch immer das da ist. Damit ich hier hinten noch Algen bauen kann. Aber das Plateau ist so klein, ne? Eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs. Und dann kann ich hier noch eine Straße bauen. Zack, so. Ich glaube, das ist das Maximum, was ich hier unten momentan an Algenproduktion raushauen kann. Obwohl, das müsste Öl sein, oder? Ja. Okay, hier kann ich auch noch Öl rausholen, aber. Algenzuchtstation. Sibi, hau raus. Okay, wartet mal. Das heißt, ich muss hier definitiv noch ein U-Warendepot irgendwo hinknallen. Ach Quatsch, hier ist eins. Dann frage ich mich, wieso ich hier nicht. Doch, kann ich. Okay. So. Das ist okay. Zack. Auf jeden Fall daran erstmal. Wenn das irgendwie geht. Ich habe keine Ahnung. Nee. Es ist irgendwie möglich. Ja, ist es anscheinend. Okay. Cool, dann habe ich hier die Verbindung. Weil dann müsste das ja abgeholt werden, rein theoretisch, ne? Das ist echt kacke, dass das hier nicht hingeht, aber was willst du machen? So. Die Frage ist, ob ich hier noch ein U-Warendepot hinbaue. Irgendwo hier. Tue ich auf jeden Fall erstmal. Irgendwie sieht das gerade nicht so verbunden aus. Ich weiß nicht wieso, aber. Hier geht das nicht durch. Mann. Spiel gespeichert. Okay, warte.
Das ist irgendwie dumm. Das heißt, du musst erstmal, sorry. Aber das muss weg, weil ich brauche hier eine Verbindungsstraße irgendwie. Von mir aus kannst du jetzt versuchen, nochmal ein Ding zu pflanzen hier. Das ist ja kein Ding, aber ich will halt eine Straße darüber. So. Und jetzt brauche ich hier eine weitere Algenfabrik. Oder Aquafarm. Dümmer kann man den Scheiß echt nicht platzieren. Computer-KI, Alter. Naja, 5 gehen immerhin hin. Das reicht jetzt erstmal an Algenproduktion, meiner Meinung nach. Denn jetzt setzt du hier deine ersten Algen aus. Dann fange ich hier an, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Okay. Interessant, auf jeden Fall. Das ist nur unter Wasser. Ja. Dafür fehlen mir Bauzellen. Okay. Das heißt, ich muss die Route definitiv abändern. Und zwar muss ich hier jetzt erstmal raus. Dafür musst du einladen. Dann nehme ich gleich hier fertiges Algenzeug und hier ausladen fertiges Algenzeug. Das heißt, ich kann. Die müssen erst processed werden. Oh Gott, oh Gott. Na gut. Also ich kann keine Rohalgen an Land bearbeiten. Das ist irgendwie schade. Ich fahre mal eben mit dem Schiff hier zurück. Dann werde ich eben ein paar Bauzellen holen und hochfahren. Geldtechnisch sieht es gerade noch nicht so gut aus. Aber ich meine, die haben momentan auch noch keine Getränke und keine Algen. Was waren nochmal die Fusionsdrinks? Zucker und Kaffee. Hier können wir Kaffee anbauen. Und dafür brauche ich Carbon. Oh Gott. Okay. Naja, deswegen wollte ich hier eine Carbonproduktion starten. Und dann kann ich hier zufällig... Nein, kann ich... Schade. Okay. Hier wollte ich dann... dafür fehlt Beton, geilo. Okay, ich werde jetzt einfach mal hier noch einen, denke ich mal, ein, zwei Kohlebagger hinsetzen. Oder drei im Zweifelsfall. Dann kann ich hier zumindest mal eine Carbonfabrik mal bauen. Mehr, denke ich, werde ich erstmal nicht brauchen. Mal gucken, Achtung, wie das läuft. Produktionsstillstand. Ob das ganze Öl für Plastik gebraucht wird? Nee, momentan sieht es ganz gut aus. Ich glaube, ich habe ein bisschen raffiniertes Öl über. Das bin ich mir aber jetzt noch nicht so sicher. Öl wird echt langsam so ein bisschen eng. Das heißt, ich brauche mehr Beton, ne? Habe ich hier zufällig noch... Ja, was? Habe ich zufällig Beton? Nein, überhaupt nicht. Richtig, wo ist denn meine Betonfabrik? Seid ihr... Nein, ihr seid keine Betonfabrik. Wo waren die denn nochmal? Irgendwo habe ich eine Betonfabrik. Das weiß ich. Das ist Glas. Das habe ich angehalten. Das ist okay. Das sind Mikrochip-Hersteller und euch fehlt Sand. Jetzt muss ich nur finden, wo meine, wo ich die hingebaut habe, die Beton herstellen. Dann kann ich nämlich die mal pausieren. U-Drink. Oh Gott, diese Insel ist so voll, ne? Ich finde gar nichts mehr. Natürlich könnte man... auch spaßeshalber mal das hier mit einer Straße irgendwo verbinden.
Aber das wäre ja, glaube ich, auch überflüssig. Wo sind denn die Beton? Das hier sind meine Betonfabriken. Oder meine eine, die ich habe. Glaube ich. Die soll jetzt mal aufhören, weil Beton haben wir eh genug. Soll sie mal lieber Sand produzieren. Oder haben wir Ist genug das nicht Sand Wahnsinn, momentan? was wir schon alles geschafft haben? Ja, was fehlt denn meinen Elektro-Heinis momentan? Kupfer ist eher rar. Oder? Oder gibt es momentan überhaupt keine Handyprobleme? Das ist so eine Frage, die mich echt interessiert. Doch, gibt es. Dann ist die Frage, was ist das Problem momentan? Habe ich einfach nicht genug davon oder fehlt Kupfer? Das müssten bei den Ecos sein. Schließlich wollen die auch ein bisschen Kram. Dann baue ich auf jeden Fall nochmal ein paar Chip-Produzenten. Was fehlt euch denn? Ach, Geld fehlt. Ja, geil. Also Kupfer, es läuft gerade. Naja. Ich sag mal so. Ich glaube, es sind ernsthaft einfach zu wenig Warnung. Mikrochips, oder? Produktion gestoppt. Handys. Ich muss schaffen, genau, mehr Mikrochips. Und dafür fehlt mir momentan Kupfer. Ernsthaft? Okay. Kann ich eine Kupfermine bauen? Habe ich noch einen freien Minenplatz irgendwo? Scheibenkleister. Nee, habe ich glaube ich nicht. Oder? Was bist du, ein Kalksteinbruch? Kann ich dich erstmal abreißen? Und kann dafür einen Kupfersteinbruch dahin bauen. Und du kostest 750. Das heißt, ich muss es schaffen jetzt. Oh Mann. Wisst ihr was? Wo ist der nächste Depp, der mir den Scheiß abkauft? Ich glaube, das ist Jana hier unten. So. Dann ist mir jetzt gerade mal egal. Und ich gehe mal den Quatsch hier verkaufen. Hier wollte ich mitnehmen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich schätze einfach Bauzellen. Und ein paar Bohrmaschinen. Und die müsste ich dann hier runterbringen, glaube ich. Richtig? Warte. Oh oh. Nein, nein, nein. Nicht vergessen. Ich brauche, glaube ich, Beton. Oder? Nee, Carbon brauche ich. Und dafür brauche ich Beton auf der anderen. Passt schon. Ich nehme mal vorsichtshalber ein bisschen Beton mit darunter. Wie sieht's hier aus? Du liest hier, dann kommst du mal eben hier runter, dann gebe ich dir Beton mit, dann kannst du hier hochfahren, dann kann ich mehr Raffinerien bauen. Beziehungsweise mehr Pumpen, damit mehr Raffinerien und so weiter. Gib Bescheid, wenn du was gefunden hast. Gott, Fettes ey. Geschäft. So, go, go. Einfach wieder Handelsroute. So, ich brauche 2000. Du sollst Beton mitnehmen. Abflug. Ach, warte, kannst noch ein paar. Ah, egal. Biodrinkhersteller fehlt Milch. Na gut. Aber momentan sonst geht's euch ganz gut, ne? Also Lifestyle wird schon einen Ticken besser. Nahrung kann ich nichts ändern. Ich kann nur versuchen, Lifestyle voll zu pushen. Das heißt, ich bräuchte noch einen wahrscheinlich Handyteilehersteller. Dafür brauche ich die 700. Wow, meine Güte. Okay. So, da muss ich halt handeln. Ich glaube, meine Flotte ist einfach teuer.
Was habe ich denn, was eventuell teuer ist? Das ist, glaube ich, teuer. Und das ist, glaube ich, auch ziemlich teuer. Jana. So. Warnung. Produktion Oh gestoppt. Gott. Bist geschäftlich hier, Abgemacht. Okay, das reicht momentan, damit ich hier eben meine Kupfermine bauen kann. Noch mehr Chiphersteller. Und dadurch auf jeden Fall eine höhere Handyproduktion an den Start bekomme. Ökobilanz. Werte fallen. Ja, ich weiß. Aber ich muss halt gucken, dass ich hier genug Handys rankriege. Das ist das Wichtigste. Glaube ich, weil dann verdiene ich wieder gut Geld, wenn die alle glücklich sind mit Handys. Oder? 3,7. Alter, die Steuern sind so hart hoch, ne? Ihr seid momentan bis auf Informationen happy. So. Kann ich hier ein Informationszentrum bauen? 10 Holz, 12 Wenn alles so bleibt, wie es ist, kann ich Bohrmaschinen. damit leben. Ja. Okay, 10 Holz, 12 Bohrmaschinen müsste ich besorgen. Dann würde es denen auf jeden Fall besser gehen. Okay. Das heißt, ich werde mal. Das passt leider nicht da rein. Okay. So. Bohrmaschinen und Holz brauche ich. Wo ist ein Holz? Also ist das schon Stufe 2, ja. Okay. Alter Vater, wird das gerade mit. Gerade ist Bohrmaschinen echt eng. Okay. Hier kann ich jetzt. Hier ist es bei. Eins, zwei Ölpumpen, drei Ölpumpen und eine Raffinerie. Und das alles nur, damit ich Carbon produzieren kann. Genau. Und Carbon brauche ich, wie gesagt. Ach, Carbon. Das heißt, ich brauche eigentlich rein theoretisch noch ein weiteres Handelsschiff. Na gut. Eden Initiative hat tausende Schiffe wie dieses. Alles Green Tech. Naja, ist schön, Jana. Alles Green Tech. Geht mir gerade am Arsch vorbei, dein Green Tech. Ich brauche Geld. Minus 700. So. Kannst wieder hier in meinem. Ich glaube, mein Militär ist relativ teuer. Was ich ja eigentlich momentan nicht wirklich brauche. So, Informationszentrum. Guten Tag, wir sind die Herren von der Informationsbehörde und wir würden gerne ein Informationszentrum bauen. Und zwar, tut mir leid, hier klingt gut. Oh, es fehlen Beton und Credits. So eine Scheiße. Okay. So, es fehlt Beton und Credits. Mit Beton kann ich momentan Abhilfe schaffen. So, Beton hau ich rüber. Wegen Credits muss ich mal schauen. Da müsste ich eigentlich einfach mal das so machen, dass ich das hier mal eben zu Jana bringe. Dann hoffentlich genug Credits mache. Um ein neues Schiff in Auftrag zu geben. Was dann halt zwischen. 4000. Das.
reicht mir erstmal, um das in Auftrag zu geben und shit. Mach hinne! Nicht, dass meine Kohle gleich wieder weg ist. Oh, danke. Meine Güte. Eigentlich könnte ich hier auch noch irgendwo eins hin platzieren. Oder? Gerade habe ich noch Kohle. Also, gib ihm. Registriere Energieknappheit. Ökobilanz. Werte fallen. Ja, das ist schön. Hier ist eine Energieknappheit. Das ist mir gerade relativ Wurst sogar. Dafür würde mir halt... Dafür habe ich gerade kein Geld, oder was ist das Problem? Ja, kostet 120 Credits. So eine Scheiße. Reduziert die Upgrade-Kosten und... Nein. Erhöht die Steuereinnahmen. Das finde ich ganz gut. Registriere neues Fahrzeug. Ansonsten... Ja. Genau, erhöht die Steuereinnahmen. Finde ich rein theoretisch nicht schlecht. Achtung, Produktionsstillstand. Ja. Du bist mein neues Handelsschiff. Neue Handelsroute. Und zwar... Neue Handelsroute zwischen... Fortune City einladen. Hier Carbon. Und hier ausladen. Carbon. Schiff hinzufügen. Wie auch immer du heißt. Passat 2. So. Und dann nenne ich das Carbon. So. Ich habe ein paar viele Handelsrouten, aber ist schon okay. Aber das ist jetzt erstmal Ende der Folge und ich weiß nicht, was meine Kamera macht, warum mein halber Kopf abgeschnitten ist. Die ist irgendwie gerade ein bisschen dumm. Na gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.